Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startblock 07. Was für ein Sommerwetter, was für eine Hitze. Die Sonne scheint, ist ja eigentlich auch schön, aber bei der Hitze Sport zu treiben, das ist natürlich schon ziemlich brutal. Aber die sind es ja gewohnt, die Beachvolleyballer. Und ab dem Wochenende, da findet in Hamburg ja die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft statt. Und ja, auch ein Team aus Stuttgart ist ja dann mit am Start. Und mein Kollege Volker Leitner hat sie kurz vor den Weltmeisterschaften nochmal getroffen. Carla Borge und Julia Sude haben im Beachvolleyball schon eine Menge erlebt. Aber auch für das Duo gibt es noch Turniere, die den Puls etwas höher schlagen lassen. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft im eigenen Land, die morgen in Hamburg beginnt. Ja, also es ist zwar mitten in der Saison, aber jedes Team arbeitet da akribisch drauf hin. Und es ist natürlich ein Riesenhighlight für uns, zu Hause zu spielen in Deutschland mit Family and Friends. Alle kommen vorbei. Wir spielen ja nicht so oft in Deutschland, deshalb ist es für uns nochmal speziell eine besondere Situation. Wir haben beide schon mal in Hamburg gespielt, in dem coolen Stadion. Das hat jetzt sogar ein Dach, was funktioniert, habe ich gehört. Und es wird mega, also da wird eine Riesenstimmung sein. Es sind nur zwei Courts und es haben sich schon viele Leute angekündigt. Gerade für die neu zusammengesetzten Teams ist die WM eine erste große Standortbestimmung. Im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation aber auch nur eine, wenn auch wichtige Etappe. Eine WM, vor allem im eigenen Land, hat schon mal nochmal einen anderen Stellenwert. Unser Turnierkalender ist dennoch vollgepackt mit Turnieren. Also so selbst nach der WM geht es direkt weiter in den Start mit dem Five-Star, mit einer Woche Pause nur. Und wir sind quasi bis Anfang Oktober durchgehend beschäftigt mit Turnieren. Also es ist auf jeden Fall ein großes Highlight. Es kommen aber auch noch weitere Turniere, die letztendlich für die Olympia-Qualifikation dann auch sehr wichtig sind. Auch international haben sich in den letzten Monaten bei den Frauen viele neue Teams gebildet. Die Vorrundengruppe gleicht einer Wundertüte. Ich glaube, dieses Jahr ist ganz schwer einzuschätzen, wer mal oben landet, weil es wirklich auf die Tagesform drauf ankommt, gerade bei den Frauen. Wir haben China in der Gruppe, die hatten wir noch dieses Jahr noch gar nicht. Amerika auch nicht. Und Nicaragua auch nicht. Deshalb wird es sehr spannend für uns und für die Gegner. Gegner könnten im Lauf der WM auch die Australierinnen Becara Palmer und Nikki Laird werden. Schon die direkte WM-Vorbereitung läuft also auf internationalem Top-Niveau ab. Ja klar, also wir müssen gegen die spielen, das ist natürlich dann ein höheres Niveau. Obwohl die Nachwuchsmädels hier in Stuttgart, die sind immer gut dabei, die freuen sich und wir sind froh, dass wir Trainingspartner haben. Es sind natürlich sehr erfahrene Spielerinnen, die wir auch auf der Tour dann treffen und da ist das Wettkampfniveau noch mal ein bisschen härter und wir können ein paar Sachen ausprobieren und die beiden jetzt speziell, es ist das zweite australische Team und die werden auch zur WM gehen und überbrücken praktisch die Woche jetzt hier bei uns. Nach einem guten Saisonstart zeigte die Formkurve von Borgo Sude zuletzt eher nach unten. Aus den durchaus einkalkulierten Rückschlägen wollen beide allerdings trotzdem viel Positives mitnehmen. Ja, vielleicht war es jetzt auch gar nicht so schlecht, mal irgendwie ein bisschen auf die Nase zu fallen, dass man da einfach noch mehr reinstecken muss und einfach dann noch mehr Willen reinsetzt als ohnehin schon. Also schlimm ist es sowieso nicht. Es sind einfach jetzt ja auch schon wieder 6 Turniere gewesen. Dass man da bei 2 dann mal nicht ganz so gut ist, ist vielleicht auch völlig normal. Wir haben leider das letzte Spiel zumindest wieder das abgerufen, was wir können, haben dann leider knapp verloren und dann wird man eben 17. und nicht 9., wenn man das dann gewinnt. Somit, es sind einfach sehr gute Gegner insgesamt. Also auf der Tour, es gibt keine leichten Gegner mehr und auch bei der WM, es ist einfach, wer an dem Tag seine Leistung abruft, gewinnt und wer es nicht tut, ist einfach raus. Und das sind ganz einfache Spielregeln und von da aus muss jeder auf sich schauen und einfach sein Bestes an dem Tag dann geben. Auch bei der WM denken beide in Etappen, von Spiel zu Spiel. Ich glaube, wir gehen ohne Druck dahin, weil die letzten 2 Turniere waren jetzt nicht so gut. Wir freuen uns beide auf die WM. Es ist natürlich ein anderer Rhythmus als ein normales Turnier. Damit muss man auch umgehen können, weil es ist nur ein Spiel pro Tag. Das heißt, man muss die Spannung die ganze Zeit hochhalten oder seinen Körper kennen, wann man runterfährt und dann die Spannung wieder aufbaut. Aber ich denke, wir sind da sehr gut betreut und die Gruppenphase, natürlich wollen wir die überstehen und im K.O.-System, dann geht das Turnier erst richtig los. Es ist der ultimative Startschuss für das Rennen um das ganz große Ziel der beiden, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.